Hi, ich bin Simon. In dem Video zeige ich dir, wie du selber zu Hause Messing schwärzen kannst. Manchmal hat man ein Teil aus Messing, welches man gerne in der Farbe anpassen möchte. Man kann Messing auch sehr gut lackieren, jedoch gibt es auch noch eine chemische Methode, Messing zu schwärzen, denn dabei bleibt der metallische Glanz erhalten. Um Messing selber zu schwärzen, benötigt man folgende Materialien. Zuerst benötigt man Kupfercarbonat oder auch CuCO3 genannt. Dann benötigt man etwas Salmiakgeist bzw. eine Ammoniaklösung. Etwas destilliertes Wasser zum Ansetzen von der Chemikalie. Und ein Glas oder eine Flasche zum Aufbewahren. Ich empfehle hier so ein altes Gurkenglas, darin kann man das Ganze gut ansetzen und auch aufbewahren. Dazu sollte natürlich auch die Schutzausrüstung wie Schutzbrille und Handschuhe nicht fehlen. Und weil wir mit Ammoniak arbeiten, ist es auch ratsam, eine Maske zu tragen, damit man die reizenden Dämpfe nicht einatmet. Grundsätzlich würde ich empfehlen, den ganzen Vorgang aber auf jeden Fall immer draußen im Freien zu machen und für ausreichend Belüftung zu sorgen. Um 250 ml Brünierlösung zu erhalten, werden 10 Gramm Kupfercarbonat in 84 ml Salmiakgeist aufgelöst. Und anschließend mit 167 ml destilliertem Wasser aufgefüllt. Hier habe ich mir ein kleines Messingschild gefräst. Und das Ganze möchte ich jetzt auch einmal schwärzen und dann hinterher die Schrift und den Rand einmal überschleifen, sodass diese dann eben golden Messingfarben herausleuchten. Vor dem Schwärzen ist es wichtig, das Ganze gründlich zu reinigen. Das heißt, wenn das Messing schon angelaufen ist, sollte man es in jedem Fall mit so einem Schleifvlies einmal schön sauber machen. Und anschließend ist es auch enorm wichtig, die Teile zu entfetten. Dafür verwendet man im Idealfall Silikonentferner oder einfach einen Bremsenreiniger. Nach dem Entfetten kann man dann das Bauteil an einem einfachen Draht befestigen und in die Lösung hängen, bis sich die schwarze Färbung zeigt. Nach ca. 5 Minuten ist die schwarze Färbung maximal ausgeprägt und erhöht sich nicht durch längere Einwirkzeiten. Nun kann man das Teil entnehmen, in destilliertem Wasser etwas klarspülen und dann abtrocknen. Grundsätzlich kann man das Ganze auch mit einem kleinen Pinsel auf die Oberfläche auftragen. Jedoch bekommt man häufig bessere Ergebnisse, wenn man das Ganze komplett eintaucht, insofern das Teil nicht zu groß ist. Das Ergebnis ist nicht tiefschwarz, sondern eher ein sehr dunkler Anthrazitton mit metallischem Glanz. Hier kann man jetzt sehen, dass in den ganz feinen Zwischenräumen teilweise nicht alles so komplett schwarz geworden ist. Es liegt vermutlich einfach daran, dass das Wasser oder die Flüssigkeit nicht überall in die Zwischenräume richtig reinfließt. Und dass deshalb das nicht überall richtig geschwärzt wurde. Aber ist jetzt nicht ganz so wild. Wir werden jetzt trotzdem das Ganze einmal überschleifen, sodass der Rand und die Schrift wieder in Messingfarben erscheint. Ich habe jetzt hier einen 500er Schmirgel und habe das Schildchen hier mit Doppeltape einfach auf einen Holzklotz geklebt. So kann ich das Ganze ein bisschen besser halten. Und jetzt mache ich das Ganze noch ein bisschen nass, dann wird das Ganze noch ein bisschen feiner. So sieht das Schildchen jetzt aus. Man sieht, in der Mitte hat es nicht ganz geklappt beim Fräsen. Da haben wir leider einen kleinen Fehler gemacht. Aber darum soll es jetzt hier an sich ja gar nicht gehen. Ansonsten finde ich, ist es echt ganz cool geworden. Und besonders der Unterschied zwischen dem geschwärzten und dem Messingfarben kommt ganz gut zur Geltung. Kommt natürlich immer ein bisschen auf den Lichteinfall an. Ich habe auch noch eine zweite Rezeptur ausprobiert. Jedoch hat die bei mir leider nicht zum Erfolg geführt. Dafür wird diesmal Kupfersulfat in destilliertem Wasser gelöst. Und zwar wird eine gesättigte Lösung hergestellt. Das heißt, man gibt so lange Kupfersulfat hinzu, bis sich es nicht weiter löst. Anschließend wird schlückchenweise Salmiakgeist hinzugegeben. Dabei entsteht eine Ausflockung,
Diese löst sich jedoch ab einer gewissen Sättigung vom Salmiakgeist wieder komplett auf. Nach dem Entfetten werden auch hier die Teile in die Lösung eingetaucht. Der Vorgang dauert mehrere Minuten und nach dem Herausnehmen sieht man auch, dass sich bislang keine dunkle Färbung gebildet hat. Denn diese Färbung soll erst zum Vorschein kommen, wenn man das Teil mit dem Heißluftföhn erhitzt. Wie vorhin schon erwähnt, hat das Ganze leider bei mir nicht funktioniert. Bei mir sah das Messing einfach nur ein bisschen angelaufen aus, aber eine richtige Schwarz- oder Anthrazitfärbung konnte ich da leider nicht feststellen. Wichtig zu sagen ist, dass die Chemikalien nicht in die Umwelt gelangen dürfen, also nicht einfach irgendwie das Waschbecken oder das Klo runterspülen, wenn man die nicht mehr braucht, sondern diese dann gesammelt bei der Gefahrstoffsammlung abgeben, am besten das Datenblatt dazu ausdrucken, mit an das Behältnis dranbinden, sodass die Leute dann wissen, wie man das Ganze richtig entsorgt und dann wieder recyceln kann. Falls dir das Video gefallen hat, gebt doch gerne einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.